Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein schickes kleines Rätselmount, das ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen kann. Und dazu befinde ich mich einmal in der Zaralek-Höhle. Und das Ganze wird jetzt hier oben in diesem Elite-Gebiet spielen, wo wir auch ein paar Restriktionen haben, denn wir werden da unter anderem mit unserem Drachen abgeschossen. Hat noch eine Relevanz spielen. Und ja, um was für ein Mount handelt es sich? Ja, wir werden jetzt im Titel schon gelesen haben. Brodelnde Schnecke ist das. Die brodelnde Schnecke können wir dadurch erhalten, dass wir die aus einer Kiste, aus so einer Orb rauslooten können. Die sehen wir aber erst, wenn wir insgesamt 3 Buffs drauf haben. Und diese Buffs bekommen wir, indem wir Kugeln anklicken. Diese Kugeln können hier in dem kompletten Bereich spawnen. Ich werde euch nachher auch nochmal einige Spots zeigen. Das Problem ist, die haben teilweise sehr lange Abklingzeit und es ist auch so, wenn ein Spieler 3 Buffs hat und die Kiste aufgemacht hat, dann werden alle Buffs von allen Spielern resettet und ja, dementsprechend verschwinden auch alle Kugeln und es kann dann mehrere Stunden dauern, bis dann wieder die nächsten Kugeln spawnen. Heißt, ihr könnt euch hier drauf einstellen, dass ihr einige Stunden lang hier rumfliegen könnt. Ich habe ein paar Sachen probiert, während ich das gefarmt habe. Unter anderem funktioniert es, wenn ihr einen Buff habt, dass ihr Server hoppen könnt. Also ihr könnt euch auf einen anderen Server laden lassen und dementsprechend auf einem anderen Server diese Orbs holen. Ihr könnt auch sterben. Ich habe ihn natürlich extra für euch getestet. Nein, ich bin dumm gestorben und der Buff war tatsächlich noch drauf. Also das funktioniert auch. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt den Warmode quasi ausschalten. Da geht der Buff auch nicht weg. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft nicht die Zone verlassen. Und ich habe es auf dem Twink getestet, wenn man ausloggt dann und länger ausgeloggt ist, ist der Buff tatsächlich auch weg. So, wir gucken uns jetzt mal an, wie diese Orbs ausschauen. Ich habe das gestern Nacht gemacht. Ich habe hier mehrere Stunden verbracht und war teilweise in der kompletten EU unterwegs. Wurde da von Leuten aus dem Stream eingeladen auf spanische, auf italienische Server, auf alles Mögliche. Französisch war ich auch. Das ist hier ein sehr langer Farm. Es gibt Leute auf Vivaldi, die schreiben, die haben hier 12 Stunden rumgefarmt, haben keine Kugel gekriegt, ihr braucht 3. Also das ist nichts, was ihr mal schnell hingeht und holen könnt, sondern das ist tatsächlich eine längere Sache. Da solltet ihr euch drauf einstellen. Vor allem, wenn ihr das jetzt am Anfang des Patches macht, da werden es nämlich halt ein paar mehr farmen und dementsprechend kann das ein bisschen länger dauern. Gut, genug des Vorgeplänges, wir schauen uns das jetzt mal an. Seht ihr, ich habe schon 2 Buffs. Ne? Das war auch 6 Uhr in der Früh, da habe ich die ganze Nacht sind wir da rumgeflogen. Also man sollte es am besten zu einer Uhrzeit machen, wo vielleicht auch nicht so viele Leute hier sind. So kleiner Hinweis. Und da haben wir die Buffs und hier ist die Orb. Ne? Da können wir einmal drüber klicken. Die heißt Brodelnde Kugel. Die könnt ihr anklicken und danach ist die auch weg. Und ihr seht, dann habe ich jetzt quasi hier diese 3 Debuffs. Und sobald man diese 3 Debuffs hat, die haben auch keinen Timer drauf. Also es gibt Gerüchte, dass die nur eine Stunde halten. Und man dementsprechend nach einer Stunde die verlieren. Soweit ich das sehe, werden die wirklich erst resettet, wenn jemand anderer dementsprechend die Kiste aufmacht. Ne? Gut, also so viel dazu. Da haben wir diese Orb habt ihr gesehen, beziehungsweise das mit den Buffs. Und dann hatte ich, das können wir jetzt vielleicht auch nochmal uns angucken, die Kiste aufgemacht mit meinen 3 Buffs. Und zwar sieht man die, wie gesagt, erst, wenn man die einmal hat, die Buffs. Und das ist dann einmal hier in diesem, Altar, würde ich sagen. Da hat man dann auch nochmal so eine Orb. Und wenn man die anklickt, dann ist dort das Mount drin. Ne? Also so funktioniert das Ganze. Man muss da ein bisschen in die Lava rein, sonst kann man es nicht anklicken. Und ihr seht, dann gibt es dann erstmal das Schatz-Achievement und auch dementsprechend das Mount. Gut, so viel jetzt dazu. Jetzt schauen wir uns an, wo diese Orbs sein können. Und ich gebe euch noch ein paar Tipps, wie ihr die vielleicht ein bisschen besser farmen könnt. Also, auf WoWhead haben schon verschiedenste Leute die Koordinaten zusammengetragen. Ich zeige euch das jetzt hier mal einmal kurz. Und da seht ihr, haben wir die Koordinaten. Ich empfehle das Addon TomTom. Dann kann man sich nämlich die Orbs ein bisschen besser auf der Map anzeigen lassen. Ich habe diese ganzen Sachen schon genommen und mir die in Makros gepackt. Die klicke ich jetzt hier mal 1, 2, 3 und 4 und dann seht ihr, habe ich über das Addon TomTom die ganzen Koordinaten hier einmal auf der Map. So, ich zeige jetzt nochmal kurz, wo der Schatz quasi ist, wenn ihr die Buffs habt und zwar hier in diesem Lava-Ding, das haben wir ja eben gerade in der Aufnahme gesehen, ne? Und das ist hier auf den Koordinaten 32, 39. Die ganzen Orbs sind hier im kompletten Gebiet und ich zeige euch mal was, wenn wir die jetzt abfliegen wollen. Ist es ein bisschen nervig, weil wir ja ständig hier diese Buffs hochstacken, ne? Also wenn wir jetzt dann von einer zum anderen fliegen, erstmal geht uns natürlich der Elan aus.
und wir werden abgeschossen. Ne? Das Denkmal dürftet ihr kennen. Ich demonstriere das jetzt einmal für die Leute, die hier jetzt vielleicht noch nicht rumgeflogen sind. Ich fliege ein bisschen rum. Ta-ta-ta-ta. Und sag, ich werde abgeschossen, weil ich 10 Stacks habe. Wenn wir landet, dann sind die nicht instant weg, wie bei der Drachenflugfestung, sondern die stacken langsam ab. Heißt, hier diese Teile immer wieder abzufliegen, ist eine sehr nervige Sache, weil ihr müsst immer hochfliegen, wieder landen, hochfliegen, wieder landen. Euer LAN geht aus. Ihr werdet immer wieder abgeschossen. Und deswegen gibt es einen kleinen Tipp. Was ihr hier machen könnt, ist, dass ihr euch einfach umbringt, ne? Und am besten bringt ihr euch irgendwo um, wo ihr euch gut retzen könnt, ohne dass ihr direkt wieder in den Kampf kommt. Ich würde sagen, ich klicke jetzt hier einfach irgendwo meinen Mount weg, oder ich werde eh abgeschossen, zack, jetzt fliegen wir runter. Na, ich weiß nicht, ob das reicht, um mich zu töten. Ja, wunderbar, ich bin tot. Und jetzt ist es so, dass ich hier rumfliegen kann. Ihr seht vielleicht schon, ich habe jetzt hier keine so ein Geistergrau, und das ist auch wieder aus einem Kommentar hier aus WoW Head, ne? Man kann ja die ganzen Sachen ein bisschen nutzen. Es gibt einen Konsolenbefehl, wo man quasi diesen Farbverlauf ändern kann, dass man, wenn man tot ist, nicht dieses Grau hat, ne? Das ist hier dieser Konsolenbefehl. Ich werde euch einfach das Mount of WoW Head einfach verlinken, dann könnt ihr euch das rauskopieren. Das gebt ihr einfach in eurem Chat ein, so wie ich es jetzt gerade kopiert habe, und dann habt ihr quasi die Farben auch. Denn der Vorteil ist, während ihr tot seid, könnt ihr rumfliegen, braucht keine Elan. Und ihr werdet auch nicht abgeschossen. Und ich habe es getestet. Ihr seht diese Kugeln. Ihr seid 10-mal schneller, wenn ihr als Geist hier rumfliegt und quasi die Spots abklappert. Anklicken könnt ihr sie nicht, ne? Das sollte ich dazu sagen. Ihr müsst euch dann wiederbeleben und die Kugel anklicken. Aber wenn ihr sterbt, verliert ihr den Buff auch nicht. Das habe ich auch ja schon getestet, vorhin gemeint, ne? Und so können wir dann einfach diese ganzen Spots abklappern. Schauen, ob irgendwo eine Kugel da ist. Und ja, sobald eine da ist, belebt ihr euch wieder. Und klickt die an, könnt euch dann wieder umbringen und macht das Spiel weiter. Wie gesagt, ihr könnt Server hoppen. Es empfiehlt sich natürlich, wenn ihr Leute habt, die jetzt auf irgendwie einem RP-Server spielen oder auf irgendeinem winzigen kleinen Server, auf, weiß ich nicht, irgendwelchen französischen RP-Server oder so, wenn die euch dahin einladen, dann habt ihr natürlich mehr Chancen, dort die Orbs zu finden, weil ihr einfach weniger Konkurrenz an Spielern habt, ne? Natürlich könnt ihr es auch auf eurem eigenen Server machen, aber wenn ihr auf dem Hype-Hop-Server seid, werden da wahrscheinlich auch ein paar andere Leute rumtrudeln. Und wie gesagt, sobald einer 3 Buffs hat und die Orb aufmacht, sind eure Buffs komplett weg und ihr habt alles umsonst gemacht, ne? Das ist halt ein bisschen blöd bei dem Ding. Genau, also ihr könnt da auf jeden Fall einige Stunden einplanen. Ich habe, glaube ich, in der Nacht 4-5 Stunden war ich da bestimmt. Naja, irgendwie sowas. Also, oder also zumindest einige Stunden habe ich das gemacht mit Serverhoppen. Und hab's dann tatsächlich aber auch quasi bekommen, wie ich es ja in der Aufnahme gesehen habe. Genau, also ich bin jetzt hier ein paar von diesen Spots abgeflogen. Es sind jetzt hier tatsächlich einige. Wie gesagt, da einfach euch TomTom holen und dann die Punkte einfach abfliegen. Wenn ihr genau reinfliegt, dann sind sie weg, ne? Wenn ihr den gleichen dann nochmal abfliegen wollt, einfach nochmal die Makros drücken, dann sind sie wieder alle da. Bietet sich auch an, wenn ihr halt Gruppen findet, auch übers Tool oder Freunde, wo ihr Server hoppen könnt, dass ihr dementsprechend dann quasi wieder die ganzen Marks herholt, wenn ihr auf einem anderen Server aktiv seid. Gut, das waren eigentlich alle Infos, die ich euch geben konnte. Ich hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen, und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das hier in vielleicht einer halbwegs erträglichen Zeit erfarmen könnt. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Halt, nein, wir müssen das Mount noch lernen. Ups, das gut, jetzt beleben wir uns einfach hier beim Geistheiler wieder, hätte ich gesagt. Das Mount haben wir uns ja noch gar nicht angeguckt. Halt, stopp, hier. Rodelnde Schnecke heißt es. Das schauen wir uns natürlich jetzt auch noch an. Und dann sind wir fertig. Rodelnde Schnecke. So, da haben wir das Viech. Da seht ihr das. Das Mount ist sogar für eine Schnecke relativ schnell, ne? Geht ja richtig ab. So, jetzt schauen wir uns das Ding an, was es für ein Mount-Special hat, weil normalerweise verkriechen sich Schnecken immer in ihr Schneckenhäuschen. Das ist jetzt eine Nacktschnecke, die hat kein Schneckenhaus. Mal gucken. Ah, ich wollte gerade sagen, hat es kein Mount Special? Es schleimt sich da einmal im Kreis rum. Oh, es macht hier so eine 8 oder ein Endlichkeitszeichen. Könnte man jetzt einiges reininterpretieren. Naja, ist ganz nett, würde ich mal sagen, oder? Ist wieder ein Mount mehr, und ja, damit sind wir jetzt wirklich durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.